Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz arg, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Svenja und heute geht es um die Neuzugänge aus dem September. Und dann würde ich sagen, lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und wir starten ins Video. Bevor wir loslegen, würde ich, glaube ich, gerne ein paar Worte zum Thema Neuzugänge und Sub und wie es irgendwie so bei mir aussieht, loswerden. Wenn euch das nicht so interessiert, dann könnt ihr gerne die Timestamps benutzen. Also ich habe bisher, glaube ich, bei allen von meinen Videos immer Timestamps eingeblendet. Das sind wie so kleine Kapitel, wo man dann springen kann. Genau, weil ich mir noch ein bisschen unsicher bin, wie viel ist zu viel, was ich sage, was ist interessant, was ich sage, was interessiert manche nicht, dann allein schon wegen den Büchern. Also wenn jemand ein Buch schon kennt und weiß, worum es geht und ja, oder einfach ein Buch, was jemandem jetzt nicht so zusagt, wo das Interesse nicht so da ist, dann kann man diese Kapitel dann einfach nutzen, um zu skippen. Also ich mache das tatsächlich auch, wenn ich BookTube gucke. Wenn ich es mal vergessen sollte, dann schreibt es mir super gerne in die Kommentare, weil das kann man auch nachträglich noch hinzufügen, auch wenn ein YouTube-Video schon oben ist. Genau. So viel mal dazu und jetzt zum Thema Sub und Neuzugänge und wie es irgendwie bei mir ist. Ich habe mir keine Regeln gesetzt. Ich habe ja auch erst seit noch nicht so langer Zeit, also ich glaube Ende März, Anfang April, dass ich überhaupt dieses kleine Bücherregal jetzt habe. Es ist auch nicht groß. Ich habe eine Einzimmerwohnung, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das heißt, ich habe jetzt nicht ultra viel Platz für Bücher. Und vorher habe ich hauptsächlich über E-Books gelesen und eben Hörbücher gehört. In diesem Jahr war es so, dass ich eine turbulente Zeit hinter mir hatte, wo ich auch kein einziges Buch gelesen habe und dadurch auch kein Buch gekauft habe. Das waren ungefähr 3 Monate. Und da war ich komplett raus aus der Buchwelt oder generell aus der Online-Welt. Das hat sich jetzt alles wieder geregelt und ich habe meine Leseroutine wieder gefunden und habe jetzt natürlich auch Spaß dabei, mein Bücherregal zu befüllen. Es ist noch nicht voll. Ich habe das oberste Regalfach ist noch leer. Ja, es wird nicht schwer, es zu befüllen. Trotzdem möchte ich, dass es, also ich glaube, wenn mein Sub eine zu große Anzahl wird, also ich meine, er ist schon sehr, sehr hoch. Ich glaube, ich habe um die 70 ungelesenen Bücher. Dann würde mir das wahrscheinlich auch die Freude daran nehmen, neue Bücher zu kaufen. Dann wird immer so ein kleines Schuldgefühl irgendwie im Hinterkopf sein. Oder ja, je höher die Anzahl ist, desto größer wird, glaube ich, das Schuldgefühl sein bei mir. Aktuell ist es jetzt noch nicht so. Aber worauf ich auch achten möchte, ist, dass das Verhältnis von gelesenen Büchern und ungelesenen Büchern in meinem Bücherregal ja irgendwie stimmig ist. Also ich hätte gerne mehr gelesene Bücher in meinem Regal als ungelesene. Aktuell sind es, glaube ich, deutlich mehr ungelesene Bücher, weil ich auch rigoros aussortiere. Also ich sortiere alle Bücher, die ich als grobe Regel habe ich 4 Sterne genommen, also die ich schlechter als 4 Sterne bewertet, ziehen bei mir aus. Die dürfen ein neues Zuhause finden, einfach weil ich erstmal wenig Platz habe. Und zweitens, ich glaube, auch wenn ich mehr Platz hätte, möchte ich gerne, dass die gelesenen Bücher in meinem Bücherregal, dass die so ein bisschen, meinen Lesegeschmack repräsentieren. Wenn dann irgendwie eine Freundin kommt oder so und sie liest dann ein bestimmtes Genre, dass die Bücher, die da sind und die ich gelesen habe, dass ich dann sagen könnte, hey, wenn du in dem Bereich gerne liest, dann kann ich das empfehlen. Generell wünsche ich mir einfach für mich, dass wenn ich Bücher kaufe und Neuzugänge habe und auch wenn es dann mehr sind, dass ich das im Großen und Ganzen nicht bereue. Ich glaube, so ein kleines Schuldgefühl irgendwie ist teilweise auch fast schon normal. Also, und das auch unabhängig von Büchern. Mir ging das eigentlich immer so und ich versuche da auch dran zu arbeiten, auch wenn ich mal irgendwie shoppen war und Klamotten gekauft habe, dann habe ich mich über die Klamotten gefreut und gleichzeitig war immer so ein Hinterkopf, so die vernünftige Stimme, die dann so sagt, brauchst du das wirklich? Und nein, natürlich nicht. Also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie Mangel an irgendwas habe, aber ich möchte, dass diese Stimme einfach nicht zu laut wird bei mir, weil dann wird es mir die Freude an den neuen Büchern
oder an neuen Sachen, die ich mir gönne, sozusagen nehmen. Und wenn ich merke, dass das überhand nimmt, dann ist das für mich ein klares Zeichen, okay, ich muss irgendwie was ändern. So, jetzt habe ich genug drumherum geredet, dann fangen wir mit meinen Neuzugängen an. Es sind insgesamt 16 Neuzugänge. Ich habe 8 Bücher in einer Buchhandlung oder ja, so gekauft und dann habe ich noch ein Rebuy-Paket mit ebenfalls 8 Büchern. Also insgesamt 16 Neuzugänge. Wir fangen an mit den Büchern aus der Buchhandlung. Los geht's mit Angst von Iva Leon Menger. Das ist ein Thriller und dieses Buch habe ich in Erfurt gekauft. Ich habe mich in Erfurt mit einer Bookie-Freundin, mit der Doreen, getroffen. Wir haben uns quasi in der Mitte getroffen. Ich komme aus dem Süden von Deutschland und sie komplett aus dem Norden. Und ja, Erfurt war ungefähr die Mitte und da haben wir uns getroffen, haben uns Erfurt angeguckt, haben natürlich die Buchhandlungen unsicher gemacht und da ist Angst mitgekommen. Ich habe vorher nichts von dem Buch gesehen auf Bookstagram und als ich es dann gekauft habe, habe ich es ständig gesehen. Angst ist auf jeden Fall ein Thriller und es geht um Mia. Mia ist eine angehende Schauspielerin und lebt in einer WG und hat ein Date mit Victor. Und Victor, also bei dem Date merkt sie schon, oh nee, der ist irgendwie seltsam. Und dann nimmt das Ganze ganz, ganz creepy Ausmaße an. Also Victor taucht irgendwie überall auf, wo sie auch ist. Sie fühlt sich beobachtet, sie fühlt sich verfolgt. Es passieren seltsame Dinge. Ganz oben steht auch, zuerst bringt er dir Blumen und dann den Tod. Jedenfalls ist Angst aus zwei Sichten geschrieben. Einmal die Sicht von Mia und einmal die Sicht von diesem Psychopathen. Und ja, ich glaube, das Buch startet auch mit der Sicht aus dem Psychopathen, also aus der Psychopathensicht. Und am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Es hat sich auch jetzt nicht so, ja, ich will jetzt nicht sagen nach was Neuem, weil ich brauche eigentlich gar nicht was Neues. Aber wenn es so startet mit irgendwas, was man gefühlt schon häufig gelesen hat, dann ja, weiß ich immer erstmal nicht, wie ich das einordnen soll. Aber dann hat dieses Buch wirklich eine Sogwirkung entwickelt. Also ich würde nicht mal sagen, es ist kein blutiger Thriller. Es ist mehr in die Psychoschiene, aber auch nicht Hardcore. Ich glaube, so, ich sage jetzt mal Hardcore-Thriller-LiebhaberInnen würden das vielleicht eher als Spannungsroman bezeichnen. Mir hat es allerdings sehr, sehr gut gefallen. Ich habe dem Ganzen 4,5 Sterne gegeben. Ja, weil es war einfach spannend. Ich habe das runtergesucht. Ich glaube, ich habe es innerhalb von 2 Tagen durchgelesen gehabt. Und mir hat vor allem die Sicht von Mia sehr gut gefallen, die Protagonistin. Es geht auch viel um ihr Leben, was sie, wie es ihr geht, so als angehende Schauspielerin, was sie da alles vorhat. Ihre Sicht auf die Dinge fand ich sehr, sehr cool. Und ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ein weiteres Buch von dieser Shopping-Tour in Erfurt ist Oracle oder Orakel von Ursula Pulanski. Ich habe von der Autorin noch nichts gelesen. Ich habe aber Erebos da. Moment. Hier ist Erebos. Ich habe das auch auf meiner in naher Zukunft Leseliste, die nur in meinem Kopf vorhanden ist. Weil ich damit sagen will, ich will es bald lesen. Und ich habe bisher sehr Gutes über die Autorin oder über die Bücher von der Autorin gehört. Und Oracle hat mich einfach total angesprochen. Allein schon vom Cover. Ich finde das Cover sehr, sehr cool. Ich finde, es hört sich auch super spannend an, was im Klappentext steht. Es geht nämlich um Julian. Und Julian hat schon als Kind ganz merkwürdige Visionen. Und diese Versionen werden von seiner Therapeutin aber abgetan als irgendwelche Fehlverknüpfungen im Gehirn oder so. Und Julian merkt dann aber, dass einige von seinen Visionen wahr werden. Ja, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. So viel mal dazu. Ich bin super gespannt auf das Buch und freue mich drauf, es zu lesen. Dann durfte auch noch eine Graphic Novel aus Erfurt mit. Ich habe schon länger damit geliebäugelt. Das ist Berühre mich nicht, Teil 1 von Laura Kneidl. Ja, und gezeichnet ist es dann von Gabriela Buidoso.
Genau. Und zwar habe ich mich generell sehr schwer getan mit Graphic Novels. Ich habe schon mal in der Buchhandlung in Heartstopper reingelesen und in Quiet Girl reingelesen, weil ich dachte, von den Geschichten her könnte mir das gefallen. Und ja, es sind ja auch wirklich alle begeistert. Also ich glaube, dass das ganz, ganz tolle Graphic Novels sind. Aber ich bin da echt nicht reingekommen. Ich habe mich da wirklich hingesetzt in dieser Buchhandlung und habe das durchgeblättert und ich fand es irgendwie überladen. Ich konnte da gar nicht richtig in die Geschichte eintauchen und ich fand es richtig schade. Ja, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, weil als Kind habe ich super viele Comics auch gelesen, also so sämtliche Asterix und Obelix Comics und Mickey Mouse und ja, irgendwie auch Spider-Man und so. Aber dann bin ich halt über die Zeit davon wieder abgekommen und mit Graphic Novels konnte ich dann halt gar nichts anfangen. Und dann habe ich diese Graphic Novel gesehen. Tatsächlich hat die auch die Doreen hat mich drauf gebracht, mit der ich auch in Erfurt war, aber schon vor unserem Ausflug sozusagen. Und da habe ich dann reingeblättert und ich zeige euch jetzt mal so einen kurzen Ausschnitt oder ja, so ist es quasi aufgemacht. Ja, und ich finde von den Zeichnungen her, das wirkt halt sehr ruhig und nicht so, also mir hat der Zeichenstil sehr, sehr gut gefallen. Das, was mich lange abgeschreckt hat, es zu kaufen, ist der Preis. Also das hat halt 20 Euro gekostet, aber ich meine, es ist halt auch ein, ja, ein Kunstwerk irgendwo, ne? Wenn man bedenkt, dass das richtige Buch von Laura Kneidl, also das Geschriebene, kostet, glaube ich, 16 Euro oder so. Also hier der erste Teil davon. Und da hat man ja dann auch gleich die komplette Geschichte. Das ist ja jetzt erstmal nur der erste Teil der Geschichte. Und in Erfurt dachte ich dann, ach, weißt du was, gönn's dir einfach. Und ich habe es auch schon durchgelesen. Ich glaube, ich hatte das in 2 Stunden durchgelesen. Und mir hat es wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Ich finde, die Geschichte eignet sich auch richtig gut, um gezeichnet zu werden. Es geht nämlich um Sage. Und Sage kommt nach Nevada zum Studieren in einem Van. Sie lebt in einem Van. Sie ist auch ein bisschen geflüchtet vor ihrer Familie, insbesondere vor ihrem Stiefvater, weil da kommt auch sehr, sehr schnell raus, dass er sie missbraucht hat. Und gerade was so Missbrauchsthemen angeht, da tue ich mich unglaublich schwer, das zu lesen in geschriebenem Text. Und ich fand das hier sehr gut dargestellt. Dadurch, dass es halt über Bilder geht und Dialoge und manchmal nur so kurze Einordnungen in den Kontext geschriebene, fand ich das irgendwie eine gute Mischung zwischen, ja, es ist natürlich nicht so tief, vielleicht ein bisschen oberflächlicher, wobei ich nicht weiß, ob das das richtige Wort ist, allein das zu lesen oder das anzuschauen und dann nur die Dialoge quasi zu lesen. Aber trotzdem kommt man durch die Zeichnungen und die Dialoge schon gut in die Geschichte rein. Und gerade dieses Thema, was Sage da erlebt hat, fand ich so irgendwie erträglicher. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich kann die Graphic Novel empfehlen. Ich fand sie sehr schön zu lesen und ich werde mir auf jeden Fall auch Teil 2 zulegen. Dann ganz frisch angekommen ist Ever and After von Stella Tuck. Das ist ihr neuester Roman und ich wurde ja so in den letzten, ja, Monaten richtiger Fan von Stella Tuck. Ich folge ihr auch auf Instagram und auch schon in ihren Stories. Ich finde die so humorvoll. Ich mag sie einfach und auch ihre Bücher mag ich total gerne. Eben der Humor da drin. Und ja, ich habe das Buch hier bei Graf vorbestellt, signiert vorbestellt. Da ist die Signatur hier drin. Hat mich ganz arg gefreut. Und ja, der Farbschnitt sieht so aus, für die, die es interessiert. Ja, allein von dem Klappentext her hätte ich, glaube ich, wenn es jetzt nicht von Stella Tuck gewesen wäre, ich habe allerdings auch so ein Try-A-Chapter. Irgendwo habe ich, weiß nicht mehr wo, habe ich so ein Try-A-Chapter gefunden. Da habe ich dann reingelesen und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Allein vom Klappentext her, was ich sagen wollte, da hätte ich wahrscheinlich erstmal abgewartet. Aber so musste das doch einziehen. Und zwar geht es um, wie heißt sie? Rain White. Und Rain White gehört zur Schneewittchenfamilie, weil das ist nämlich eine Welt, in der es Märchenfamilien gibt. Also Nachfahren von gewissen Märchen, die dann, ja, die
Nachfahren davon. In dieser Welt lebt eben auch Rain White. Und Rain White soll einen Prinzen küssen. Unter dem Tower of London soll sie da runterschreiken, in diese Gruft. Und sie hat da eigentlich überhaupt gar keine Lust dazu. Auf jeden Fall tut sie ihre Pflicht und küsst diesen Prinzen. Und dann erwacht nicht nur der Prinz, sondern auch ein uralter Fluch. Also von daher, ich bin gespannt, was mich erwartet. Und ich freue mich aber auch auf dieses Buch. Ich war im September auch in einer Buchhandlung gemeinsam mit einer privaten Freundin von mir. Da durften auch zwei Bücher mit, unter anderem dieses hier. Das ist Ingenium von Danielle Tussoni. Und Ingenium ist ein Thriller. Ich weiß nicht, ob ich das Cover gut finde oder nicht gut finde. Auf jeden Fall kann man Leute damit blenden. Blende ich euch? Ja, ich höre auf, damit rumzuwackeln. Ja, es hat auch einen Farbschnitt, aber das war jetzt nicht der Grund, warum es mitgekommen ist. Ja, bei diesem Klappentext war ich hin und her gerissen zwischen, ja, naja, sehr unrealistisch und hört sich halt doch sehr spannend und unterhaltsam an. Ich glaube, ihr versteht gleich, warum ich das gedacht habe, weil es geht nämlich um den 32-jährigen Mike. Und Mike hat bei einem Footballspiel einen Football an den Kopf bekommen, daraufhin ein Schädelhirntrauma erlitten. Und danach kann er die kompliziertesten, schwersten Rätsel lösen. Also er wurde durch das Schädelhirntrauma zu einem Genie. Ja, nicht nachmachen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich einfach nur sehr schwer verletzt und dass es scheiße wehtut, ist deutlich höher, als dass man als Genie aus dieser Sache rausgeht. Aber es geht weiter. Eine Psychologin bittet nämlich Mike um Hilfe, und zwar mit einer stummen Patientin, die wegen Mordes im Gefängnis sitzt und die einfach nur Bilder malt. Und Mike soll dann eben herausfinden, was es damit auf sich hat. Und er merkt dann ganz schnell, dass diese stumme Patientin eine ganz starke Furcht vor einem Verfolger hat. Und dann nimmt das Ganze enorme Ausmaße an und ein jahrhundertealtes Rätsel, was aber nicht gelöst werden sollte, tritt dann auf. Also ich finde, es hört sich sehr spannend und unterhaltsam an. Das erhoffe ich mir auch davon. Ich glaube, man braucht jetzt nicht erwarten, dass hier alles super logisch ist. Und was ich damit sagen will, ich denke schon, dass es sehr konstruiert wirken wird. Allein schon, was der Klappentext sagt oder hergibt. Aber ich finde, es hört sich so spannend an. Ich bin da super, super gespannt auf diese Geschichte. Der Zopf von Letizia Colombani durfte auch mitgehen bei diesem Buchhandlungsbesuch mit der Freundin. Und ja, ich habe das Buch schon häufig gesehen bei anderen Bookstagrammern und Booktubern und war dann einfach neugierig. Es ist auch ein sehr, sehr dünnes Buch. Ich glaube, es hat nicht mal 300 Seiten. Und hier geht es um drei Frauen. Ach so, ich habe es auch schon gelesen übrigens. Es ging sehr schnell. Und wir Leser begleiten die drei Frauen ein Stück ihres Lebens sozusagen. Dieser Lebensabschnitt ist bei allen drei Frauen von starker Veränderung geprägt. Sie erleben alle einen Umbruch in ihrem Leben. Es geht um Smita. Smita lebt in Indien, gehört der geringsten Gesellschaftsschicht an und möchte ihrer Tochter ein besseres Leben ermöglichen. Dann haben wir Sarah. Sarah ist erfolgreiche Anwältin, ich glaube in Kanada, ja, Montreal, und eine absolute Karrierefrau. Und dann haben wir noch Julia, und Julia lebt in Sizilien. Und ihr Vater hat eine Perückenfabrik, da arbeitet sie auch. Ja, genau. Ich muss sagen, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich würde dem so 4,5 Sterne geben. Für ein komplettes Highlight hat es jetzt nicht ganz gereicht. Aber ich habe es wirklich genossen, diese drei Frauen zu begleiten. Ich fand es wunderschön, wie die Geschichten dann am Ende zusammenhängen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand dann auch absolut logisch, warum die Geschichten da enden, wo sie enden. Genau, also es war einfach schön zu lesen, muss ich sagen. Ich habe hier auch was markiert. Was habe ich da markiert? Weiß ich selber nicht mehr. Ah, ein Zitat. Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also haben sie es getan. Das habe ich markiert. Ja, fand ich gut. Ja. Und dann kommen wir zu den letzten zwei Büchern, die unabhängig von dem Rebuy-Paket eingezogen sind.
Es ist eine Vampirgeschichte. Und es ist eine Vampirgeschichte, wo ich bei der Verlagsausgabe dachte, ach, da kann ich mir noch Zeit lassen. Ich fand, dass es sich spannend angehört hat. Ich mag auch Vampirgeschichten. Ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, aber ich lese sie zwischendurch sehr gerne. Ja, der Verlagsschnitt hat mir halt nicht so gut gefallen. Dann dachte ich, oh super, kann ich warten bis zur Zweitauflage. Oder ich bestelle mir die Bücherbüchsen-Ausgaben von dieser Geschichte. Ja, es ist der erste und zweite Teil der Vampiria-Saga. Habe ich es jetzt richtig hochge... Ja, erster Teil, zweiter Teil. Die Farbschnitte, Moment, sehen so aus. Ich muss sagen, ich habe bisher, glaube ich, nur Gutes über dieses Buch gehört. Aber es gibt ja immer bei so Büchern, die so neu erscheinen und dann, ich weiß nicht, ob das als Hype-Buch schon zählt, keine Ahnung, wie oft man ein Buch gesehen haben muss, dass es als Hype-Buch gilt. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es gibt immer so einen Zyklus von Meinungen und die ersten Meinungen sind irgendwie immer sehr, sehr positiv und begeistert. Dann langsam trauen sich dann ja, Bookies zu sagen, also ich habe es jetzt auch gelesen und das ein oder andere hat mir vielleicht nicht so gut gefallen, aber ja. Bringt mich nicht um. Und dann kommen so alle anderen Rezensionen. Also auch wieder sehr gute, mittlere, schlechte und so weiter und so fort. Und kann natürlich auch sein, dass ich bisher einfach bei diesem Zyklus noch am Anfang bin an Rezensionssichtungen sozusagen. Aber egal, weil ich finde, es hört sich spannend an. Ich weiß nicht, also das ist der erste Teil. Ich weiß nicht, ob bei dem Verlagsbuch der Klappentext ein bisschen ausführlicher ist als bei diesem hier. Ich habe mich auch näher zu dem Buch informiert, kann mich aber gerade nicht mehr so richtig erinnern, aber ich fand es spannend. Hier steht auf jeden Fall: Traust du dich, mich zu lieben? Ich bin keine Adlige. Ich träume nicht von Bällen, sondern von Blut. Vom Blut des Königs. Willkommen in der Welt von Vampiria. Große Gefühle, blutige Gefahren und dramatische Geheimnisse erwarten dich am glanzvollen Hof von Versailles. Ja, so viel dazu. So, dann machen wir weiter mit dem Rebuy-Paket. Ja, dieses Paket, ich habe es schon geöffnet. Es ist so ein Mittel-Unhaul. Was ist das dann? Dann ist es gehört zu einem Unhaul, also Haul. Ich meine Haul. Gehört zu einem Haul das Öffnen von einem Paket dazu, so das Aufschneiden und so weiter. Das habe ich schon erledigt, weil das Paket ist ja relativ am Anfang vom September angekommen und ich wollte halt einfach kurz die Bücher checken, ob da irgendein Buch total zerstört ist, dass ich es irgendwie zurückschicken muss oder so und ob halt auch alle Bücher drin waren, die ich auch bestellt habe. Und jetzt ist Oktober und ich komme jetzt erst dazu, dieses Video zu drehen. Deshalb ja. Das heißt, ich habe schon reingeguckt, aber ich habe mir die Bücher noch nicht super genau angeschaut. So, fangen wir an mit Der Stadt ohne Wind, Teil 2. Das habe ich mir bestellt, weil ich Teil 1 schon gelesen habe. Moment. Hier ist Teil 1. Ich finde die Cover richtig, richtig schön. Und ja, ich habe es in einem Buddy-Read gelesen. Das sind die Abschnitte, die ich mir markiere. Oh, pardon. Beruhig dich. So, das sind die Abschnitte, die ich mir markiert habe. Und ich fand das so schön. Mir hat das so, so gut gefallen. Die Autorin ist. Ich kann die, glaube ich, nicht aussprechen. Das ist eine französische Autorin, Eleonore Bevilacqua, vielleicht so. Ich hatte Latein in der Schule, ich hatte kein Französisch. Naja, auf jeden Fall, die Geschichte von Arca hat mir so gut gefallen. Ich fand das so magisch und schön. Ich habe das so genossen, Arcas Reise zu lesen. Ja, hier geht es, also Arca ist 13 Jahre alt, aber ich muss sagen, mich hat das Alter null gestört. Weil Arca einfach ein unglaublich pfiffiges Mädchen ist und auch irgendwie so pragmatische Lösungen für aufkommende Probleme findet. Sie ist sehr positiv und lebensfroh. Und ja, Arca ist auch bei Amazonen aufgewachsen. Das heißt, sie ist auch sehr, sehr tough. Ja, Arca kommt dann in die Stadt ohne Wind, weil sie auf der Suche nach ihrem Vater ist, lernt dann diese Stadt kennen. Die Stadt ist auch sehr cool aufgebaut. Die hat mehrere Ebenen und in der obersten Ebene leben dann natürlich die ganzen einflussreichen Menschen wie ja Politiker, also Räte und irgendwie Magister oder ja Menschen, die Magie ausführen. Und in der obersten Ebene ist auch die Schule, bei der Magier ausgebildet werden. Und das ist auch ihr Ziel, da angenommen zu werden.
Wir erfahren dieses Buch nicht nur aus Arkas Sicht, wir haben auch andere Sichten, erwachsenere Sichten. Und ja, es ist einfach unglaublich toll. Ich mag es total gerne. Ja, und da habe ich mir den zweiten Band von bestellt. Ich habe alle Bücher im Zustand sehr gut bestellt. Ja, ich denke, die Preise werde ich dann einblenden, was ich bezahlt habe und was es im Original kostet. Ich glaube, ich habe jetzt nicht bei allen Büchern super viel gespart, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber ja, genau, das Buch sieht super gut aus. Ich finde auch, dass es dem Zustand sehr gut gerecht wird. Es ist hier oben ein kleines bisschen dreckig, aber das kann ich, glaube ich, wegpusten. Und ja, bin sehr zufrieden. Arcadia von Jasmin Dreier. In dieses Buch habe ich schon in der Buchhandlung reingelesen, weil ich da auf jemanden gewartet habe und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir dieses Buch geschnappt und ja, schon die ersten Kapitel fand ich unglaublich spannend. Und dann ist es halt auch auf meine Rebuy-Bestellung gewandert. Vom Aussehen her habe ich nichts zu meckern. Es hat keine Leserillen. Also es ist ein Taschenbuch. Bei Taschenbüchern, die sind ja immer anfälliger für Leserillen. Kann mich wirklich nicht beschweren. Ich will jetzt hier auch nicht so lange inspizieren. Das ist, glaube ich, sehr langweilig. Oh, das sind so Gesichter. Ja, genau. Aber bei Arcadia geht es um ein Elite-Internat. Und ich mag ja doch schon gerne so Elite-Internatsgeschichten. Ich weiß nicht, letztes Jahr im Januar habe ich die Night School gelesen. Die hat auch noch einen Spin-off, das heißt Number 10. Und da fand ich das schon richtig spannend. Da ging es auch irgendwie um so Kinder von so einflussreichen Eltern, die dann eben in die Night School kommen und da eine besondere Ausbildung genießen. Und das fand ich sehr spannend. Auf jeden Fall jugendlich geschrieben. Und ja, bei Arcadia erhoffe ich mir ähnliche Vibes. Hier, ich lese mal kurz hier das Dickgedruckte vor. Ich finde, das hört sich nämlich auch schon gut an. Das Schicksal der Menschheit entscheidet sich in einem hochgeheimen Elite-Internat. Okay, da steht ungefähr das, was ich gerade gesagt habe. Konkreter geht es um Ben und Emily. Und Emily ist sehr, sehr technikbegabt und möchte in Arcadia aufgenommen werden. Die Aufnahmeprüfung ist unglaublich hart. Und in Arcadia werden auch Technologien für die Zukunft entwickelt. Bei Ben, der möchte auch aufgenommen werden. Allerdings schmuggelt er sich rein unter falscher Identität. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Und er möchte aber zu Spionagezwecken in Arcadia aufgenommen werden. Und ich bin super, super gespannt. Kommen wir zu einer Dystopie, die ich mir bestellt habe. Das Brennen der Stille von Sandy Brandt. Dieses Buch habe ich bei irgendeinem Booktuber oder Booktuberin gesehen, weil im Moment, also ich habe ja den Account relativ neu, also meinen Account relativ neu erstellt und der Algorithmus schlägt mir jetzt unglaublich viele andere BooktuberInnen vor, was ich sehr, sehr cool finde und ich schaue auch im Moment super viel BookTube. Genau, das führt aber leider dazu, dass ich mich nicht erinnern kann, bei wem ich dieses Buch gesehen habe, diese Dystopie. Ich fand, es war aber super spannend. So, vom Zustand her, oh ja, es hat einen goldenen Farbschnitt und dieser goldene Farbschnitt ist halt vorne sehr, sehr abgegriffen oder abgeblättert. Den, egal, auch wenn der frisch ist, hätte ich den jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber er ist da und ich denke, ich stell das Buch eben im Buchrücken ins Regal und da sind überhaupt gar keine Leserillen, also da kann ich wirklich nicht meckern. Oh nein, das ist ja signiert. Aber für eine Lina. Es ist für eine Lina signiert. Total lieb. Für Lina. Sprich und verändere die Welt. Deine Sandy. Okay. Naja, gut. Und es ist eine Karte auch noch hier drin. Und ja, Lina hat dieses Buch auf jeden Fall gut behandelt. Aber wahrscheinlich hat es ihr dann nicht so gut gefallen, wenn sie signiert aussortiert hat oder weggeschickt hat. Hoffen wir, dass es mir gefällt. So. Ich lese wieder hier das oberste vor, das Dickgedruckte, weil ich finde, das hört sich auch sehr spannend an. Früher hätte sich die Menschheit durch ihre Lügen fast ausgerottet. Die Überlebenden haben geschworen, dass es nie wieder so weit kommt. Heute erscheint jedes gesprochene Wort narbenähnlich auf der Haut. Die Elite herrscht stumm, während die sprechende Bevölkerung
als Abschaum gilt. Ja, und dann haben wir auch noch zwei Protagonisten, nämlich Olive und Kyle. Und Olive gehört der stummen Gesellschaftsschicht an und Kyle hat 1000 Narben auf seiner Haut von tausenden gesprochenen Wörtern und er trägt ein Geheimnis im Herzen. Ja, ich bin gespannt, was dann passiert. Dieses Buch jetzt von Gabriela Santos de Lima war wirklich lang auf meiner Wunschliste bzw. auch eher Unsicherliste, weil es ist ein Romance-Buch und ich höre Romance super, super gerne als Hörbuch. Ich habe nur wenige Romance-Bücher auch tatsächlich hier als physisches Buch sozusagen. Und der Grund war auch einfach eine spontane Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, nee, dieses Buch zieht jetzt ein. Und ich habe es auch auf meine Wunschliste gesetzt, weil ich schon viel gehört habe, dass der Schreibstil von Gabriela Santos de Lima super schön sein soll. Also sie wird viel für ihren Schreibstil gelobt und da bin ich einfach sehr neugierig drauf, ob da was dran ist. Da ist bestimmt was dran, aber ob es mir halt auch gefällt. Ja. Vom Klappentext her, der erste Teil klingt schon wieder so kitschig. Ja, weil, also es ist ein Second Chance Trope und es geht um Gregor und Lynn. Nee, Lucy. Es geht um Gregor und Lucy und die beiden lernen sich bei einem Schreibworkshop kennen und der Teil, den ich so kitschig finde, lautet: Lernt Lucy Gregor kennen, der sich mit jedem seiner Worte in ihr Herz schreibt. Ich will mich nicht lustig machen. Wenn ihr sowas romantisch findet, dann finde ich das richtig schön. Ich muss da nur irgendwie immer grinsen. Auf jeden Fall verschwindet Gregor plötzlich und taucht nach Jahren wieder auf. Und dann ergeben sich die Umstände auch so, dass Gregor und Lucy auch noch gemeinsam einen Podcast, einen Hochschulpodcast leiten sollen. Und ja, dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum Gregor denn verschwunden ist. Ich muss sagen, ich habe bisher nur einen Second Chance Trope gelesen und das war bei Kein Horizont zu weit von Alexandra Flint, heißt sie, glaube ich. Bin mir gerade unsicher, aber ich blende es ein. Und das spielt auf Sylt, was ich sehr, sehr schön fand, aber an sich fand ich die Geschichte langweilig leider. Also mir hat sie nicht zugesagt, deshalb habe ich es auch wieder aussortiert. Aber ich habe es an eine Person geschickt, die das Buch mit 5 Sternen bewertet hat. Also habe ich alles richtig gemacht. Und mal schauen, wie dieses Buch mir gefallen wird. Ein Lied vom Ende der Welt von Erika Ferencik oder so? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Dieses Buch hat mir auch Doreen empfohlen, mit der ich ja in Erfurt war. Und dann habe ich mir den Klappentext durchgelesen und dachte, mega cool. Also es spielt in der Arktis und ich habe einfach so Lust drauf. Ich habe auch echt Lust drauf, dass die Temperaturen mal langsam ein bisschen runtergehen, dass es vielleicht auch mal so regnerische Tage gibt und dass es dann vielleicht auch mal kälter wird, wo man sich einfach einkuscheln kann. Und dann habe ich Lust auf Thriller und auf so ein Buch. Und ja, genau. Aber worum geht es hier? Es geht um die Linguistin Valerie und Valerie bekommt einen Anruf von einem Forschungskollegen von ihrem Bruder. Ihr Bruder ist allerdings verstorben, eben auch auf einer Forschungsstation in der Arktis. Und dieser Forschungskollege heißt Wyatt. Und Wyatt hat ein Mädchen gefunden in der Arktis, was nicht spricht. Valerie reist dann in die Arktis, obwohl sie sehr viel Angst hat vor dem Ort, an dem ihr Bruder das Leben verloren hat. Und sie baut dann eine Beziehung zu dem Mädchen auf. Allerdings benimmt sich Wyatt immer seltsamer. Und ja, ich bin super gespannt. Ich finde, es hört sich sehr, sehr spannend an und freue mich auf kalte Tage, in denen ich ein Buch mit Arktis-Setting lesen kann. Das ist ein ganz schöner Oschi. Ein Wälzer. Es ist Das erste Gesetz der Magie von Terry Goodkind. Ja, Goodkind. Und ich habe das bei einer anderen Bookstagrammerin gesehen und sie hat super von dieser Reihe geschwärmt. Es ist allerdings, also es ist High Fantasy und es hat unglaublich viele Bände. Ja, so. Ich muss sagen, ich habe vor Bookstagram super, super gerne und auch viel High Fantasy gelesen.
Und ja, mein Lieblingsbuch ist zum Beispiel auch Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Es ist so unglaublich toll, auch wenn die Reihe nie beendet wurde, was ja viele abschreckt. Aber also es lohnt sich trotzdem. Es lohnt sich einfach so, so sehr, wenn man High Fantasy gerne liest. Diese Reihe ist einfach der Wahnsinn. Und ich habe aber gemerkt, dass ich, seit ich dann mit Bookstagram angefangen habe, das war ja letztes Jahr im Januar, bin ich irgendwie davon abgekommen. Also ich habe schon auch eben diese ganzen Bücher, die ich jetzt auch lese, habe ich da auch gelesen, aber eben auch noch mehr High-Fantasy-Anteil. Und ich bin da einfach, also man wird ja auch irgendwie beeinflusst von dem, was man sieht. Und dann habe ich eben das gelesen, weil ich dann auch neugierig war und weil ich mich mit anderen dann auch darüber austauschen konnte. Und das bereue ich auch überhaupt gar nicht. Also mich haben sehr viele Bücher sehr, sehr gut unterhalten und ich hatte tolle Gespräche darüber. Und das möchte ich auch nicht missen. Nur was ich vermisse, ist ein bisschen mehr High Fantasy in meinem in meiner Lesezusammensetzung, sage ich mal. Und ja, da habe ich mir jetzt auch ein bisschen was bestellt. Ich habe auch tatsächlich noch mal eine Bestellung bei Rebuy aufgegeben, die irgendwann dann ankommt. Da ist auch noch mal mehr High Fantasy drin. Nicht, dass ich hiermit ewig lang beschäftigt sein werde. Also eigentlich, ja gut. Ich glaube, ich hab dann erstmal genug Lesestoff auf jeden Fall für High Fantasy. Und mit High Fantasy meine ich vor allem so High Fantasy mit so ja, Mittelalter-Setting, weil jetzt zum Beispiel Throne of Glass ist ja auch High Fantasy von Sarah J. Maas, fand ich auch richtig toll, mir hat die Reihe super, super gut gefallen. Ich bin dann, ja, ich kann noch nicht von der ganzen Reihe sprechen, weil ich bisher nur bis Band 3 gekommen bin. Und das finde ich ist eine andere Art von High Fantasy, irgendwie moderner. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, weil ja, es ist halt nicht dieses mittelalterliche High Fantasy. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Und das erhoffe ich mir auf jeden Fall von diesem Buch. Hier geht es um einen epischen Kampf zwischen Gut und Böse und mittendrin ein junger Mann mit der Bestimmung, das Schwert der Wahrheit zu führen. Es geht um einen Waldläufer, der Richard Seifer heißt und der rettet eine junge Frau, die von unheimlichen Verfolgern gejagt wird. Und diese Frau kommt allerdings aus den Midlands. Und die Midlands sind durch eine Barriere von den Westlands, also da, wo der Waldläufer lebt, getrennt. Diese Frau hat einen Auftrag, einen tyrannischen Zauberer aufzuhalten, der sehr dunkle Kräfte hat und damit eine Bedrohung darstellt. Ja, das Buch hat, glaube ich, auch, ja, natürlich, die typische Karte. Ich mag sowas total gerne in Büchern. Oh, ah ja, so viel zum Zustand. Also das ist ja hier jetzt so ein bisschen eingerissen. Aber ansonsten ist der Zustand von dem Buch super gut. Es hat keine Leserille, was ja auch nicht so einfach ist bei so einem dicken Buch. Ja, nee, hat keine Leserillen. Und vorne sieht es auch sehr, sehr gut aus. Also hier unten halt ein bisschen abgegriffen, aber das stört mich überhaupt gar nicht. Genau, und hier oben ist es auch ein bisschen abgegriffen. Ja, ich freue mich. Das vorletzte Buch ist von Markus Heitz, Die schwarze Königin. Und ich dachte einfach, ich probiere es nochmal mit einem Buch von Markus Heitz. Ich habe mal angefangen, Die Zwerge zu lesen und ich fand es sehr, sehr langweilig. Ich habe das abgebrochen. Also das habe ich noch vor Bookstagram. Und ja, damit konnte ich wirklich gar nichts anfangen, obwohl ich ja eigentlich High Fantasy super gerne mag. Aber das war nichts für mich. Und jetzt hat er ja die Schwarze Königin rausgebracht. Ist auch recht gering gehalten. Es ist ein Vampirroman. Ich bin jetzt auch sehr gut eingedeckt mit Vampirromanen. Also ich habe ja hier die ersten zwei Teile von der Vampiria-Saga. Und dann habe ich auch noch einen anderen Oschi, einen Wälzer, nämlich Das Reich der Vampire von Jay Kristoff. Das ist auch noch ungelesen hier. Ja, das habe ich letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse gekauft. Fragt mich nicht, warum, weil man kann so ein dickes Buch auch in der Buchhandlung kaufen. Das war meine erste Buchmesse und ich war im Kaufrausch. Ja, so war das. Ja, jetzt habe ich auch noch dieses Vampirbuch. Hier geht es um den jungen Len und die Großmutter von Len sagt ihm immer, dass er Nachfahre von Vlad den Zweiten ist und damit ist er ein, Moment, Draculesti. Len begibt sich auf eine Busreise nach Prag und da wird er dann von Vampiren verfolgt. Und diese Vampire sind der Meinung, dass
Vlad der Zweite und all seine Nachfahren eine starke Bedrohung für sie darstellen. Sie haben auch die Befürchtung, dass Len ein Vorbote ist für eine Prophezeiung, die besagt, dass die schwarze Königin wieder aufersteht. Ja, so in der Art. Die Rückkehr der schwarzen Königin. Die Prophezeiung steht hier nirgends drin, die habe ich gerade erfunden. Ja, aber darum geht es. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass mich dieses Buch mehr fesselt als die Zwerge. Und ja, vielleicht kann ich dann auch irgendwann mal sagen, ich habe ein Buch von Markus Heitz beendet. Das letzte Buch, ich habe mich schon mal von dem Karton befreit hier, ist Der Zirkel. Und diese Trilogie, also das ist der erste Teil einer Trilogie. Und ich habe sie bei Maria von Fernwehwelten gesehen. Und die hat mich da unglaublich neugierig drauf gemacht, weil ich das Buch auch nur bisher bei ihr gesehen habe. Und ich finde, es hört sich super, super spannend an. Dieses Buch gibt es, glaube ich, auch nur noch gebraucht, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich habe nicht nachgeguckt, aber sie hat es mal gesagt und ich habe es geglaubt. Ja, jetzt habe ich den ersten Teil da. Er sieht super gut aus, also wirklich wie neu. Die Seiten sind rein weiß. ich gucke mal kurz unter den Schutzumschlägen. Es wurde ja auch, ich habe schon gehört von manchen, die bei Rebuy oder so bestellt haben, dass dann die Cover total beschädigt waren unter den Schutzumschlägen. Aber das ist hier nicht der Fall. Sieht super, super gut aus. Ja. Hier lese ich den Klappentext vor, weil es ist ein langes Zitat, aber ich finde dieses Zitat erweckt schon Neugier. Jedenfalls bei mir. Es bleibt euch keine Zeit zu zweifeln. Das Böse ist näher, als ihr glaubt. Es sucht nach euch. Ihr müsst eure Kräfte trainieren, gemeinsam stärker werden. Ihr seid aufeinander angewiesen. Vertraut niemandem sonst. Nicht euren Eltern oder Geschwistern. Nicht euren Freunden. Nicht einmal eurer größten Liebe. Und denkt immer dran. Der Zirkel ist die Antwort. 6 Mädchen, eine alte Prophezeiung und eine dunkle Bedrohung. Hochspannung aus dem Land der Krimimeister. Warum der? Ich glaube, das ist ein Fantasy-Buch. Ich weiß jetzt nicht, warum da steht, der aus dem Land der Krimimeister. Vielleicht ist es ein Fantasy-Buch mit Krimi-Elementen. Vielleicht sollte ich mir nochmal die Rezension von Maria durchlesen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr drüber und bin gespannt darauf. So, damit ist es geschafft. Das waren meine Neuzugänge im September. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß bei dem Video und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!